Okay, wisst ihr was, ihr Lieben? Jurassic Park 3 ist ja irgendwie auch so eine Never-Ending-Story hier auf dem Kanal. Und das, obwohl wir uns mit dem Film schon sehr intensiv befasst haben. Ich habe euch im letzten Video dazu aufgefordert, mir doch mal eure Theorien zum Thema Jurassic oder eben auch Godzilla in die Kommentare zu schreiben. Und ich würde dann daraufhin eben diese Theorien auf den Prüfstand stellen und mal gucken, was da am Ende bei rauskommt. Und ich habe mir eure Theorien ebenfalls durchgelesen, habe mir auch einige davon notiert, wo ich der Meinung gewesen bin, ja, da würde es Sinn machen, da mal drüber zu quatschen. Und als Vorbereitung auf eines dieser Antwortvideos zu einer eurer Theorien habe ich mir genau diesen Film hier eben gerade nochmal angeschaut. Jurassic Park 3, das allererste Mal übrigens auch in 4K. Und ich bleibe auf jeden Fall bei der Meinung, Jurassic Park 3 ist vom CGI her mitunter der beste Film der gesamten Jurassic-Reihe. Also gerade was die Velociraptoren angeht, ist das wirklich unfassbar genial. Mir ist beim Gucken dieses Films nun eine Sache aufgefallen, über die ich hier mal mit euch reden will. Das heißt, ja, keine Sorge, in Zukunft nehme ich mir weitere eurer Theorien und setze die hier auf den Prüfstand. In diesem Video jetzt aber hier habe ich eine Theorie für euch. Ich habe mir Gedanken über diesen Film gemacht und mir sind da, wie gesagt, ein paar Sachen aufgefallen, über die ich jetzt hier mit euch reden werde. Und ihr werdet mir dann am Ende dieses Videos hier in die Kommentare unten reinschreiben, ob das Ganze irgendwie haltbar ist und ob es Sinn machen würde. Dabei ist ganz wichtig zu sagen, nichts von dem, was jetzt hier auftauchen wird, ist offiziell Kanon. Das sind reine Spekulationen von mir, basierend auf Dingen, die mir eben im Film aufgefallen sind. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal damit und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich tue mich mit dem Namen für das Video so ein bisschen schwer, weil es tatsächlich so ein paar Punkte aufgreift. Im Endeffekt will ich hier darauf eingehen, dass Jurassic Park 3 im Endeffekt mitunter der wichtigste Teil der gesamten Jurassic-Reihe sein kann. Und der Grund dafür sind die hier. Also nicht genau die hier, das sind ja die beiden Velociraptor-Figuren aus dem allerersten Jurassic Park-Film. Ich habe die aus Teil 3 eben einfach nicht mehr gehabt. Nein, wir reden heute über unter anderem über diese Kameraden hier in Bezug auf, naja, bestimmte Aussagen, die bisher getroffen wurden, die man so ein bisschen außer Acht gelassen hat. Und zwar sehen wir in Jurassic Park 3 relativ zu Beginn, wie sich Dr. Ellie Sattler und Dr. Alan Grant nach einer scheinbar längeren Zeit wieder treffen, denn Alan scheint Ellies Mann noch überhaupt nicht zu kennen. Das heißt, Alan kennt auch Charlie nicht. Charlie scheint schon, naja, mindestens ein Jahr alt zu sein. Das heißt, die haben sich auf jeden Fall längere Zeit nicht mehr gesehen. Und dann reden die beiden über das Thema Velociraptoren. Und hier fängt jetzt die interessante Theorie an. Alan erwähnt nämlich gegenüber Ellie, dass sie aktuell neue wissenschaftliche Entdeckungen gemacht haben. Hierbei sei ebenfalls gesagt, dass alles, was ich jetzt hier als wissenschaftlichen Fakt bezeichne, bezieht sich auf wissenschaftlichen Fakt im Jurassic-Universum. Einem Universum, wo auch ein Giganotosaurus auf einen T-Rex treffen konnte, was ja in echt so nicht hätte ablaufen können. Nicht, dass ihr mir jetzt wieder in den Kommentarbereich flutet mit, aber faktisch gesehen ist das, wir reden jetzt hier rein von der Welt in Jurassic Park. Und da erklärt Alan Ellie, dass die Wissenschaft neue Entdeckungen gemacht haben, beziehungsweise neue Theorien aufstellen. Nämlich die, dass Velociraptoren scheinbar noch wesentlich intelligenter waren, als wir uns das alle bisher vorgestellt haben. Sie waren anscheinend sogar klüger als, naja, manche Primaten da draußen gewesen. Hier war der erste Punkt, wo ich dann mal den Film kurz pausiert habe und habe mir überlegt, okay, Moment, ihr habt die Velociraptoren aber bereits gesehen im allerersten Jurassic Park-Film. Ich meine, Ellie und Alan sind ja auf diese Tiere getroffen. Darauf gehen sie ja sogar nochmal hier im dritten Film ein. Und Ellie meint sogar, dass sie dabei ist, dieses Ereignis und die Geräusche von den Velociraptoren langsam zu verdrängen. Schon fast so, als hätte sie ein kleines Trauma davon, was nachvollziehbar wäre nach den Ereignissen im allerersten Jurassic Park-Film. Alan scheint allerdings trotzdem sehr überrascht zu sein, dass die Forschungsergebnisse nun davon ausgehen, dass Velociraptoren eben derart intelligent sind. Im Umkehrschluss müsste das ja bedeuten, dass die Velociraptoren im Jurassic Park selber diese Zeichen eben noch nicht aufgewiesen haben. Die Velociraptoren im allerersten Jurassic Park-Film scheinen noch nicht derart intelligent gewesen zu sein, dass Dr. Alan Grant eben diese Forschungsergebnisse gelesen hat und sich gedacht hat, ja, ist ja klar, ich hab's ja gesehen. Nein, er ist relativ euphorisch und auch Ellie ist sehr überrascht, denn sie sagt kurz daraufhin auch noch an ihn gewandt,
ist das wirklich wahr? Also diese ganze Nummer von wegen, wie intelligent Velociraptoren sind, scheint Neuland für die beiden zu sein. Das kann man jetzt darauf projizieren, dass die Velociraptoren im allerersten Jurassic Park Film ja nicht 100% DNS-Dinos waren und ebenfalls, wie der T-Rex auch, mit Frosch-DNS komplimentiert wurden. Ihr merkt vielleicht, worauf ich jetzt gerade hinaus will. Der gesamte Film spielt dann später damit, dass alles, was Alan uns zu Beginn des dritten Films anteasert, später auf die Velociraptoren in Jurassic Park 3 zutrifft. Hier kommen wir jetzt zu Punkt Nummer 1 dieser Theorie. Die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 waren 100%iges Velociraptor-Genom. Aus diesem Grund haben sie diese optische Veränderung gegenüber den anderen Velociraptoren gehabt, die jetzt zum Beispiel diese Härchen nicht hatten, weil sie eben die Frosch-DNS mit implantiert hatten. Ähnliches sehen wir auch beim T-Rex, denn wir sehen in Jurassic World Dominion eine Form des Tyrannosaurus, der so eine Art von Federfell trägt. Das hat unsere Rexy zum Beispiel aber auch nicht, oder Buck und Doe haben es auch nicht und Little E.T. und Big E.T. haben es auch nicht. Was ebenfalls ein Zeichen dafür ist, dass die Komprimierung der DNS der Dinosaurier mit Frosch-DNS dafür sorgt, dass sie eben dieses Fell nicht mehr bekommen. Gut, die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 hatten jetzt kein Fell, aber sie hatten zumindest diese Ansätze gehabt. Jetzt könnte man aber meinen, okay, Tobi, da kann ich dir vielleicht einigermaßen mit folgen, ja, aber hast du nicht mal gesagt, dass das Amalgam-Testing daran schuld ist, dass die Velociraptoren hier so anders aussehen und eben, dass sie anderes Verhalten an den Tag legen? Und ja, das ist vollkommen richtig, das Aussehen und das Verhalten der Velociraptoren in Jurassic Park 3 ist das Ergebnis des Amalgam-Testings, was allerdings nicht direkt ausschließt, dass es ein 100%iges Genom für die Velociraptoren gegeben hat. Denn das Amalgam-Testing funktioniert auf eine relativ spezielle Art eines Testings. Nehmen wir einfach mal den Spinosaurus. Der Spinosaurus wurde von vornherein so geschaffen, wie wir ihn eben gesehen haben, und wurde dann durch das Amalgam-Testing separat verändert. Das können eben Sachen gewesen sein wie spezielle Stärke. Inzwischen geht man noch auf das Aussehen des Spinosaurus ein, weil mal ganz ehrlich gesagt, das Aussehen des Spinosaurus war für damalige Zeiten einfach relativ akkurat gewesen. Die Velociraptoren könnten also demnach 100%iges Genom besessen haben und dann daraufhin Teil des Amalgam-Testings geworden sein. Das bedeutet, wir hätten bereits überintelligente Dinosaurier gehabt, in diesem Fall eben die Velociraptoren, die dann nochmal durch das Amalgam-Testing verschnellert, verstärkert und intelligenter gemacht wurden. Das würde auch erklären, warum die Velociraptoren zum Schluss dann auch wirklich nur ihre Eier abholt und dann zu verschwinden scheinen. Okay, auch noch zu weit hergeholt, meint ihr? Es geht noch weiter, passt auf. Man könnte jetzt hier nämlich auch einfach sagen, ja gut, die Velociraptoren sind aber damals abgehauen, weil der Helikopter ja über den angeflogen ist. Dass die Velociraptoren 100%iges Genom haben, dann ist auch wieder die Frage, wo kommt dieses Genom her? Also wie sollte denn Dr. Henry Wu diese 100%ige DNS geschaffen haben? Darauf gäbe es eine kleine, relativ öde Antwort. Er ist halt ein genialer Wissenschaftler. Wir reden hier von dem Mann, der es geschafft hat, aus einer Mücke DNS heraus zu extrahieren, die mit Frosch-DNS zu mischen und dann daraus solche Kreaturen zu machen. Dr. Henry Wu könnte also den Schlüssel für dieses 100%ige Genom entdeckt haben. Ich meine, denken wir mal an Jurassic World Dominion. Auch hier haben wir auf einmal die Firma Biosyn, die sich ebenfalls damit brüstet, 100%iges Genom zu besitzen. Und wer ist an der Seite von Biosyn? Ebenfalls Dr. Henry Wu. Jetzt kommen wir in einen etwas weit hergeholteren Part meiner Theorie. Wie gesagt, das ist ja alles reine Spekulation. Ihr müsst einfach nur entscheiden, ob das irgendwo Sinn ergeben könnte oder ob ich hier einen ganz krassen Denkfehler drin habe. Was wäre denn zum Beispiel, wenn niemand Geringeres als Billy bereits zuvor Kontakt zu Biosyn selber gehabt hätte? Auf welche Art auch immer. Es ist nämlich irgendwie relativ auffällig, dass Billy genau 3 Steckplätze für Eier in seinem Behälter hat, wo er dann später die Raptoreneier reinsteckt und diese sämtlichen 3 Behälter genau mit den Velociraptoreneiern ausschmückt, beziehungsweise eben er packt 3 Velociraptoreneier ein. Warum Velociraptoreneier? Warum nicht irgendwelche anderen Eier? Wusste Billy vielleicht bereits durch irgendwelche Kontakte, dass die Velociraptoren 100%ige DNS beinhalten? Was wäre, wenn Billy selber Kontakt zu Sayona Santos gehabt hätte? Und jetzt wartet ab, gleich macht es wirklich Sinn. Was ist, wenn Billy auf irgendeine Art und Weise Kontakt zu Sayona Santos gehabt hätte und Louis Dodgson hätte von Henry Wu erfahren, dass er es geschafft hat, 100%ige Dino-DNS zu erschaffen? Das Ganze könnte auch einfach aus Versehen passiert sein.
Ich meine, das Leben findet einen Weg. Wir wissen noch, dieser Spruch würde jetzt hier sehr viel Sinn ergeben. Wir haben hundertprozentige Dino-DNS. Und Louis Dodgson und Dr. Henry Wu müssen schon länger Kontakt gehabt haben. Denn wir wissen ja durch das Ende von Jurassic World Camp Cretaceous, dass Louis Dodgson und Henry Wu bereits schon zum Zeitpunkt von Jurassic World 1 irgendwie in Kontakt standen. Das heißt, sehr wahrscheinlich auch schon wesentlich früher. Hat Louis Dodgson also einfach Sayona Santos angeheuert, um auf der Isla Sorna Eier der Velociraptoren zu beschaffen, da er von Dr. Henry Wu herausgefunden hat, dass diese Dinosaurier hundertprozentiges Genom beinhalten. Daraufhin könnte eine Sayona Santos einen Billy angeheuert haben oder ihm eben sehr viel Geld geboten haben, damit dieser mit Dr. Alan Grant auf die Isla Sorna fliegt. Denn Billy selber scheint auch mitunter so der letzte Schubs gewesen zu sein, der Dr. Alan Grant dann dazu bringt, sich mit den Kirbys zu treffen. Nein, noch viel besser, Billy stellt die Kirbys erst Dr. Alan Grant vor. Das wäre eine ultimative Gelegenheit, genau dieses Unglück der Familie zu benutzen, um einen Grund zu haben, auf die Insel zu fliegen. Billy erwähnt nämlich in Jurassic Park selber, also in Jurassic Park 3 selber einfach nur, dass er die Eier stehlen wollte, um eben mit sehr viel Geld die Ausgrabungen zu finanzieren. Was wäre, wenn dieses Geld ein Angebot gewesen wäre von Sayona Santos? Was mir jetzt gerade auffällt, ist, dass Sayona zu dem Zeitpunkt vielleicht ein bisschen zu jung gewesen wäre, um sowas durchzuziehen, aber ich meine, sie gehört ja auch zu einer Gruppe von Leuten, die könnte es auch schon vorher gegeben haben und so könnte sie damit drinstecken. Warum bin ich jetzt aber hier so auf Sayona Santos fokussiert? Naja, weil sie diejenigen ist, die die Atrociraptoren erstellt hat. Und die Atrociraptoren sind laut offiziellem Kanon basierend auf den DNS-Strängen der Velociraptoren von Jurassic Park 3. Aus diesem Grund haben wir auch Ghost, ist ja the leader, also der Anführer, ist die weiße Velociraptorin. Ja, weibliche Form heißt ab jetzt Raptorin. Genau das sehen wir ja auch bei den Velociraptoren in Jurassic Park 3. Auch hier sind die weißen Velociraptore die Anführer des gesamten Rudels. Meine Theorie ist also, dass Dr. Henry Wu es irgendwie geschafft hat, hundertprozentig reine Velociraptoren mit Hilfe des Amalgam-Testings zu erschaffen. Louis Dodgson hat dann davon Wind bekommen, hat eine Sayona Santos angeheuert, die Chance an Billy gesehen hat, dass er so verzweifelt gewesen ist und eben Geld gebraucht hätte. Das ist quasi 1:1 die Situation aus Jurassic Park 1 mit Louis Dodgson und Dennis Nedry. Wir erinnern uns daran, Dennis Nedry hat Geld gebraucht. Louis Dodgson hat gesagt, ey, wenn du mir die Embryos beschaffst, kriegst du das Geld. Ne, Billy braucht Geld. Sayona sagt hier, wenn du das und das machst, Billy fliegt eben mit und versucht dir die DNS dieser Tiere zu beschaffen. Warum gab es aber jetzt nicht schon wesentlich früher die Atrociraptor? Naja, weil Billy eben die Eier niemals abliefern konnte. Das heißt, die gesamte Nummer konnte erst später passieren, zu einem Zeitpunkt, an welchem dann die Raptoren aus Jurassic Park 3 von Biosyn ins Biosyn Valley gebracht wurden. Denn wir wissen ja auch, dass die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 definitiv an Land gekommen sind. Und Louis Dodgson hat ja auch ganz klar gesagt, wir haben die meisten Saurier von der Isla Sorna ins Biosyn Valley geholt. Ebenso hat Louis Dodgson auch einen Bezug zu Sayona Santos, den wir auch nicht näher beleuchtet bekommen haben. Woher kennen die sich? Warum scheint Louis Dodgson auch so ein bisschen nach ihrer Pfeife zu tanzen? Ich meine, sie gibt ja zum Teil sogar den Ton vor in Jurassic World 3. Haben die vielleicht so einen Deal miteinander, dass er ihr diese Atrociraptoren beschafft, wenn sie dafür Drecksarbeit für ihn erledigt? Könnte Jurassic Park 3 also tatsächlich wichtiger sein für das gesamte Jurassic-Universum, als es bisher den Anschein hat? Und ja, wie gesagt, das ist jetzt einfach alles reine Spinnerei, die aus meinem Kopf gekommen ist. Und jetzt bist du da draußen dran. Schreib mir in die Kommentare unten rein, ob das in irgendeiner Form haltbar ist. Was würde man hier vielleicht noch anders deichseln müssen? Wie gesagt, das Alter von Sayona Santos würde hier vielleicht nicht ganz reinpassen. Und im nächsten Video dann kommen eure Theorien dran. Die schnappe ich mir dann wieder. Und dann werden die auf den Anon Kaijuverse Prüfstand gestellt. Geschickt, sagt man. Gestellt oder geschickt? Ihr wisst, was ich meine. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, die haben ja schon ein geiles Design. Ne? Kann man schwer leugnen. Tschüss.